Guten Abend, die Redaktion. Das sind die Themen unserer Sendung. Regina? Rock-Urgestein auf Tour, die Rolling Stones rollen seit Dienstag durch Deutschland. Jagger und Co. fetzen durch die Voodoo-Lounge. 600.000 Fans wollen dabei sein bei der größten Roadshow aller Zeiten. Ich war beim Auftaktkonzert in Köln mittendrin. Jährlich werden in Kriegsgebieten Zehntausende von Kindern durch Minen schwer verletzt, Matthias. Sie sind entsetzlich verstümmelt ohne Arme und Beine. Viele würden in ihrer Heimat sterben, weil die medizinische Versorgung katastrophal ist. Das Friedensdorf Oberhausen holte jetzt 100 Kinder aus Afghanistan raus. Die Behandlung hier in deutschen Krankenhäusern ist für viele oft die letzte Überlebenschance. Markus, dir ist es wieder einmal gelungen, eine ganz besondere Karrierefrau kennenzulernen. Ja, Eva Menzel ist 19 Jahre jung und hat einen ganz außergewöhnlichen Job. Sie ist Deutschlands jüngste Bordellchefin. In Düsseldorf gehören ihr 3 Massagestudios. Hier verwöhnt sie ihre Kundschaft. Die schöne Sexprinzessin vom Rhein, ein Teenie als Puffmutter. Das sind 3 unserer Themen. Wir sehen uns gleich wieder. Bleiben Sie dran. Die Erde bebt, die Kasse klingelt, die Stones sind auf Deutschland-Tournee. Fest steht, dass es in der Rockgeschichte niemals eine Band gab, die so lange so erfolgreich war wie die Stones. Regina, du hast ja ihr erstes Konzert in Deutschland gesehen. Was mich interessiert, ob das wohl etwas graumelierte Publikum genauso fit war wie die Jungs auf der Bühne. Also die Jungs auf der Bühne waren definitiv fit. Die sind zwar insgesamt so über 200 Jahre alt, aber Fans und Musikexperten sind sich da wohl einig. Mit Keith Richards und Mick Jagger ist es so wie mit gutem Whisky. Je älter, desto besser. Ich kann mir irgendwie überhaupt nicht erklären, warum im Zeitalter von Techno Leute zusammenkommen zu Zigtausenden und sich zum 500-abermalsten Mal Satisfaction anhören wollen. Das muss irgendwie dazu gegangen sein, wie auf einem Klassentreffen der 68er. Ja, am Anfang war es in der Tat alles noch ein bisschen langsam. Die Leute haben wohl mehr so in ihren Erinnerungen geschwelgt, der guten alten Zeiten gedacht. Aber dann kam Satisfaction, der Dauerbrenner, und dann ging wirklich die Post ab. Jeder ist aufgewacht. Auch der Letzte hat noch seine Midlife-Crisis und seine Bandscheibenschäden.